Willkommen zum Apollo DI Video. Apollo DI ist ein besonders wirtschaftliches System für den Einstieg in die digitale Abformung mit Sirona. Dabei erfolgt die Abformung in der Zahnarztpraxis und die Weiterverarbeitung im zahntechnischen Labor. Zu Beginn legt der Zahnarzt oder seine Assistenz den Patienten in der Software an. Dabei kann aus Datensicherheitsgründen statt des Patientennamen auch eine ID eingegeben werden. Die Bedienung erfolgt ganz leicht über den Touchscreen. Im nächsten Schritt erfolgt die Auswahl der Indikation und des Materials. Sirona Connect bietet ein sehr breites Indikationsspektrum von Einzelzahnrestaurationen über Brücken bis hin zu individuellen Abutments oder Teleskopen. Auch die Materialvielfalt ist groß. Hier sind alle Materialien möglich, auch Metall, nicht nur Vollkeramik. Bei unserem Patienten wird ein Inlay am Zahn 26 mit Glaskeramik und eine Krone am Zahn 27 mit Zirkonoxid und Verblendung versorgt. Der Patient ist bereits präpariert und die Abformung kann beginnen. Vor der Abformung wird eine ganz leichte Mattierung im Patientenmund aufgetragen. Dies gewährleistet hochpräzise Aufnahmen. Eine dünne Beschichtung ist vollkommen ausreichend. Eine 100%ige Abdeckung ist nicht erforderlich. Bei dieser Kameratechnologie handelt es sich um ein fließendes Aufnahmeverfahren. Die Kamera vermisst den in das Spray eingebrachten Kontrast aus schwarzen und weißen Partikeln und erstellt so das virtuelle Modell. Die Kamera selbst ist extrem leicht. Sie wiegt gerade mal 100 Gramm und lässt sich wie ein Instrument bedienen. Mit dem Start-Stopp-Knopf kann man gezielt den Startpunkt ansteuern und nimmt erst dann auf, wenn die Kamera über dem Scanbereich positioniert ist. Der Behandler ist nicht an einen bestimmten Abstand gebunden, maximal allerdings 20 mm. Es gibt zwei Scanfenster, die Live-Vorschau und die Modellvorschau in 3D. Blaue Darstellung, wenn die Daten erfasst werden. Rot, wenn der Datenstrom abreißt. Reißt der Datenstrom ab, geht der Behandler auf eine bereits gescannte Okklusalfläche zurück und findet somit schnell wieder den Einstieg. Der aufgenommene Bereich kann jederzeit beurteilt werden. Bei Bedarf kann leicht nachgescannt werden. Hier sieht man, wie gut der Multitouch-Monitor funktioniert. Der Scan des Antagonisten erfolgt identisch wie beim präparierten Kiefer. Auch hier führt der Behandler die Kamera in fließenden Bewegungen über den aufzunehmenden Bereich. Bukale Registrierung. Um der Software die Lage von Ober- und Unterkiefer zueinander mitzuteilen, genügt es, 3 bis 4 Zähne aufzunehmen. Die Zusammenrechnung erfolgt automatisch. Nachdem sich der Anwender am Portal angemeldet hat, folgt der bekannte Sirona Connect Workflow mit dem Upload der Abformdaten und das Ausfüllen des elektronischen Auftragszettels. Der Datentransfer erfolgt binnen weniger Sekunden. Das Labor erhält per Mail eine Benachrichtigung, dass ein Datensatz eingegangen ist. Die Daten werden via InLab-Software empfangen, die einen direkten Zugang zum Connect-Portal hat. Das Labor öffnet den Datensatz und kann bei Bedarf direkt mit dem Zahnarzt Kontakt aufnehmen, falls noch etwas nachzuscannen ist. In komplizierten Fällen sogar, wenn der Patient noch im Stuhl sitzt. Das ist hier nicht der Fall. Das Labor entscheidet dann, ob es ein Modell benötigt, es dieses selbst in der InLab MCXL herstellt oder zentral eins bestellt. Seit April im App Store Zugang zur Auftragsverwaltung für Zahnarzt und Labor. Für die weitere Verarbeitung verfügt das System über offene Schnittstellen. Der Zahntechniker hat die Wahl, ob er in der InLab-Software oder einer anderen Software konstruiert. Darüber hinaus kann er entscheiden, auf welcher Schleifeinheit er den Datensatz ausschleifen möchte. Vorteile des Systems: Keine Folgekosten, keine Sendegebühren, keine Lizenzkosten. Updates erfolgen automatisch und kostenlos. Offene Datensätze.